Der ist so lecker. Das ist meine absolute Lieblingssorte. Ich bin so froh, dass mein Mixer jetzt wieder da ist und funktioniert mit dem alten Aufsatz. Perfekt, jetzt ist er wieder richtig schön dickflüssig. Mein Eiweißshake, so wie es sein soll, von der Konsistenz, wenn man den sonst im Fitnessstudio holen würde. Mega gut. Das ist die. Amazon hat jetzt Eigenmarken von Eiweißshakes. Ich weiß nicht, wie lange schon, aber die hatten hier Vanilla Cheesecake, also so Zitronen-Cheesecake, meine ich. Und das ist wirklich die allerleckerste Sorte überhaupt. Ich habe noch nie so was Leckeres getrunken. Wirklich. Schmeckt mir sehr, sehr gut. Darf man natürlich nicht übertreiben, weil so ein Eiweißshake auch ein paar Kalorien hat. Also muss man halt mit einberechnen. Aber nach dem Training kann man sich das auf jeden Fall mal gönnen. So, da muss ich hier noch meinen Mann antworten. Also ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich muss aber noch duschen und Haare waschen. Na, also das ist jetzt auf jeden Fall notwendig. Und mein Mann hat mir nämlich geschrieben. Und zwar geht es wieder um die Mlittermaschine. Er steht voll im Weg, ich sehe gar nichts. Und ich hatte ja das schon ausgedruckt, das passende, aber das war nicht die richtige Seite. Also dann habe ich offensichtlich nicht das passende ausgedruckt. Und ich muss jetzt nochmal einen Screenshot machen von der Kaffeemaschine mit der Rechnung. Ich dachte, die Bestellübersicht von Amazon reicht, aber sie möchten das Rechnungsdings. Rechnung. Und Osaka hat mit Melita telefoniert, also wir können es auch per E-Mail einschicken. So, neu. Jetzt muss ich das speichern auf dem Desktop. Er hatte mich nämlich gefragt, ob ich das noch schicken kann, und dann sage ich bin gerade im Fitnessstudio. Kann das jetzt nicht machen, aber mach das jetzt. So, das hier ist das Richtige? Fragezeichen. So, dann ist das nämlich auch erledigt. Der kann dann nämlich eine E-Mail hinschicken. Dann, die haben wir mit unserer Kaffeemaschine halt noch nichts gemacht. Ne? Gut, dass wir den Vollautomaten da haben. Das ist die Rettung. Mittlerweile trinke ich auch ab und an ein Käffchen davon. Sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Wir machen aber extra Milchschränke. Also hat mir das noch nicht. Wie man die. Man kann auch so eine Milchschnitte daneben stellen. Dann macht er das komplett fertig, was man so haben möchte. Also trinkt aber nur schwarz und für mich will er. Also, ja, ich muss die Milch extra reinmachen. Aber es ist geschmacklich natürlich kein Unterschied. Nur, dass man halt weniger sauber machen muss. So, er schreibt. Ich habe ein neues Spiel entdeckt. Warcraft. Also, das habe ich schon mal gespielt. Und jetzt habe ich von einem anderen YouTuber ein Video gesehen. Also, so viel Gameplay. Also, eigentlich schaue ich mir gar kein Gameplay an. Aber er hat es so richtig gut gemacht. So 100 Tage auf Warcraft überleben war so der Titel. Und es geht auch ellenlang, das Video. Und er hat es richtig gut gemacht und so eine ganze Geschichte erzählt, ist von vorn bis hinten durchgespielt und alles Wichtige gezeigt, wie es funktioniert. Und daraufhin hatte ich wieder so Bock, das zu spielen. Ja, gut, dass ich das schon mal gekauft habe und jetzt wieder spielen kann. Freue ich mich sehr. Unten steht zwar, dass das keine Rechnung ist, aber ich würde den Screenshot so. Was? Was? Jetzt bin ich schwer verwirrt. Also. Das ist keine Rechnung. Ja, okay. Moment. Zur Bestellübersicht. Rechnung 1. Warte, dann, ich glaube, das hier ist es dann. Speichern unter. Das ist nämlich ein PDF. Das machen die mit Absicht, damit man das nicht reklamiert, ganz ehrlich. Das hier. Eventuelle. Ah. Okay. Also gesagt, das ist es. Gott sei Dank gibt es WhatsApp, oder? Also, ich kann mich noch daran erinnern, dass so eine SMS mal 29 Cent gekostet hat. Pro SMS. Ja, da musste man wirklich alle Zeichen also überlegen, welche Zeichen wertvoll genug sind, um in diese SMS reinzudürfen. Und man hat dann so viel immer abgekürzt und Leerzeichen auch noch weggelassen, ja, damit das alles in eine SMS passt, dass man ja nicht zwei auf einmal losschicken muss. Das waren wirklich harte Zeiten. Und heutzutage mit WhatsApp,
Mega toll. Mega toll. Okay, Ozok ist glücklich. Kann er das nämlich abschicken und dann wird seine Kaffeemaschine repariert und dann kann er sich wieder eine ganze Kanne machen, statt nur eine Tasse. Ja, und der Vollautomat, der muss total oft, hat er irgendwelche Bedürfnisse, ne? Muss gereinigt werden, entkalkt werden, das Ding ist voll, die Bohnen sind leer, ne? Also, das ist schon übermäßig oft bei dem Gerät. Bei unserem alten Gerät war das nicht so häufig. Ich habe ein Herzchen bekommen von meinem Mann. Ich trinke ganz entspannt meinen Eiweißshake aus. Ich bin, wie gesagt, gerade nach Hause gekommen. Ich entspanne noch so ein bisschen. Und dann gehe ich duschen und Haare waschen. Wir haben die letzten Tage nicht mitgefilmt, ehrlich gesagt. Und so ein kleiner Talk hier zwischendurch. Aber wir hatten so schöne Tage, dass ich euch ganz vergessen habe. Nee, ich habe zwischendurch habe ich schon dran gedacht. Und dann habe ich irgendwie. Dann hat Ozok einen Vlog gedreht. Und dann dachte ich so, naja, dann brauche ich ja keinen drehen. Und. Ja, findet ihr auf Ozok Vega S. Dein Kanal wird er auch bald umbenennen. Und ja, da ist es irgendwie untergegangen. Aber es ist ja nicht so, dass irgendwie zu wenig Videos gekommen wären hier bei mir. Also da kann man ja wirklich nichts sagen hier auf meinem Kanal. Da kann ich auf jeden Fall noch ein bisschen ruhiger treten, glaube ich. Und das wird auch keinem stören, wenn weniger Videos online kommen. Ja, also wir hatten Besuch, ganz lieben. Und da hatten wir richtig volles Haus hier. Das war sehr schön. Und dann haben wir im Hinterhof hinten gesessen, draußen und gequatscht und war ganz cool. Gilly kommt auch fast jeden Abend rüber. Das ist sehr, sehr schön und angenehm. Ozok freut sich tierisch darüber. Und ja, sind wir ja gar nicht gewohnt, dass wir so oft Gäste haben und Besuch da ist. Aber genießen wir auf jeden Fall. Also hat auf jeden Fall was für sich. Ja, das ist ganz cool. Gestern gab es Nudel Carbonara. Wir hatten ja diesen Pancetta-Schinken für 6,99 beim Edeka geholt, das Stückchen. Das ist dieser besonders fettige Rohschinken aus Italien, glaube ich, war der jetzt zumindest, den wir gekauft hatten. Und der ist richtig, richtig lecker. Der hat so einen richtig kräftigen Geschmack nach Tier. Und war auch so ein bisschen mit Pfeffer mariniert. War richtig, richtig gut und zart im Biss. Und ich habe damit die Carbonara gemacht. Mega gut. Waren wir alle drei gestern begeistert. Haben wir richtig gut aufgegessen. Ozok hatte noch eine zweite Portion und eine ist jetzt noch im Kühlschrank für ihn. So eine kleine Schüssel ist übrig geblieben. Mega lecker auf jeden Fall. Also Nudel Carbonara. Oh. Ich habe schon zu Ozok gesagt, wir müssen auf jeden Fall diesen Pancetta-Schinken, egal wie teuer der ist, den müssen wir doch mal neu kaufen. Für 600, 300 Gramm oder so waren das. War aber auch perfekt für drei Personen. Ne, 300 Gramm Schinken und Nudeln und Ei und Parmesan und das war's schon. Ne? So ein bisschen Salz im Nudelwasser und sehr, sehr lecker. Ja, das hat uns gut geschmeckt. Küche sieht jetzt aus wie ein Saustall. Ozok hat gestern auch noch Fladenbrot gebacken. Das zeige ich euch nachher. Der ist so fluffig geworden. Wir haben alle noch nicht probiert, aber wir haben alle schon mal so drauf gedrückt. Fühlt sich sehr, sehr fluffig an. Ja, also Brot war nämlich auch komplett alle von Ozok. Ich habe mir auch neues Quarkbrot gemacht und eingefroren. Und Ozok hat jetzt neues Fladenbrot für sich gemacht und auch einfrieren muss ich es noch. Und er hat mich auch gefragt, ob ich es auch noch schneiden kann und einfrieren kann. Ja, das mache ich dann auf jeden Fall auch noch. Jetzt wollte ich erstmal noch mal eine Runde Raft spielen. Und dann ganz entspannt meinen Shake zu Ende austrinken. Und dann geht es weiter hier in der Wohnung. Ja, ich würde nur sagen, wir hatten schöne, schöne Tage, die wir sehr genossen haben. Und nächstes Mal nehme ich die Kamera auch bestimmt wieder mit. Ich bin fertig mit der Wanne. Hat jetzt noch ein bisschen länger gedauert. Ja, Wasser ist auch schon abgelassen. Ich habe die Shampoo-Flaschen sortiert. Also es ist einmal Duschgel, einmal Shampoo. Jeweils eine Reihe. Das ist cool, oder? Dann, naja, das ist meine Sportflasche. Die habe ich jetzt mal ausgetrunken vom Sport. Da war ja noch was drin. Und. Ja, ihr könnt hier noch einmal Duschgel, könnt ihr jetzt noch mal ansetzen sozusagen. Also Ozok soll das hier aufbrauchen und ich nehme die und wenn das aufgebraucht ist, dann nutzen wir beide die. Richtig gut, bei meinem Fitnessstudio muss ich ja keine Shampoo-Flaschen mitnehmen. Hier ist eine Fliege. Raus mit dir. Weil das da alles gratis zur Verfügung ist, also gratis, ich zahle ja meinen Monatsbeitrag, ne? Ja, finde ich richtig super. Bei unserem anderen Fitnessstudio mussten wir ja jeweils immer, oder wenn wir in der Schwimmhalle waren, mussten wir ja auch immer eine Flasche mitnehmen. Aber jetzt ist da was halt. Super cool.
So, Küche habe ich auch aufgeräumt, dieses Chaos von gestern. Ja, dreiviertel Stunde braucht er noch. Und hier ist Ossocks Brot drin, Fladenbrot. Und es sieht ganz, ganz toll und fluffig aus. Ja, es fühlt sich richtig, richtig gut an. Sieht auch gut aus, ne? Richtig schön großporig und super duper lecker. Ja, Ossock hat hier so ein Stück aus der Mitte rausgeschnitten. So, er wollte eigentlich, dass ich die Hälfte noch klein schneide und einfriere. Aber wir müssen doch erstmal den Tiefkühler ein bisschen aufessen, ehrlich gesagt. Ich hatte jetzt mal ein Tuch drüber gelegt, also es ist ein sauberes Geschirrtuch und frisch gewaschenes, damit die Fliegen da nicht so rangehen. So, normalerweise haben wir kein Fliegenproblem, aber das kommt drauf an, wie lang der, also wie voll der Biomüll ist. Ja, weil die Müllstation dort hinten, also wenn der Biomüll kurz vorm Abholen ist, ne, dann sind irgendwie gefühlt schon mehr Fliegen hier drinne. Und dann wird der Biomüll ja vor das Stubenfenster geschoben. Und dann sind die auch alle hier drin. Da müssen wir auf jeden Fall Fenster zumachen. Ja, da habe ich euch nämlich auf Instagram gefragt, was man da machen kann. Denn der Müllplatz ist hier immer direkt vorm Fenster. Und wenn man es, also die schwarzen Tonnen standen 3 Tage da und Biomüll stand halt auch 2 Tage da. Das macht eine externe Firma, so wie ich das mitbekommen habe. Und ja, ihr hattet ja einige Tipps gegeben, weil das schon eine krasse Geruchsbelästigung ist im Sommer. Wir wissen ja auch vom Vati, dass ihn das auch immer gestört hat, nur haben wir das halt nie mit, also schon irgendwie mitbekommen, aber. Ja, da hätten wir mehr hinterher sein müssen, definitiv, weil das ist echt eine krasse Belästigung. Und seit die den Hinterhof komplett neu gemacht haben, schieben sie halt die Tonnen halt immer vor sein Fenster. Und das ist halt jetzt im Sommer, wenn die Sonne drauf knallt, eine richtig krasse Geruchsbelästigung. Ich meine, nun sind wir ja aus der alten Wohnung das ja auch schon gewohnt mit der Müllverbrennungsanlage, aber wenn es direkt vorm Fenster steht. Es ist halt so, die Tonnen hören auf und das Fenster fängt an. Das ist halt wirklich, es steht 10 Zentimeter neben dem Fenster halt hier, ne? Das ist wirklich krass. Und das darf man auch gar nicht, ne? Also wir haben uns da jetzt schon schlau gemacht. Also Tipp 1 von Instagram war, die Tonnen einfach wegschieben. Und ja, es ist hier kein anderer Platz möglich, kann man dazu nur sagen, weil das auch eine Einfahrt ist, so eine Toreinfahrt. Das heißt, es kann nicht auf der anderen Seite von dem Weg stehen, da wo die Fahrräder stehen. Das geht halt nicht, dann kommt halt kein Auto mehr rein und raus. Und es gibt keinen anderen Platz. Deswegen müssen wir uns wahrscheinlich damit schon abfinden. Vermieter Bescheid sagen, der kennt das Problem, weil Fatih sich schon mehrmals beschwert hat. Das haben wir ja auch schriftlich in den Unterlagen gesehen. Nicht lüften, war auch ein guter Vorschlag. Mega geil, wenn 2 Tage die Biotonne steht und 3 Tage dann am, also so 5 Tage in Folge gar nicht lüften, den Raum, ist halt, bin ich der Meinung, nicht die richtige Lösung. Einfach ertragen wie ein Mann, finde ich auch nicht die richtige Lösung, weil das wirklich eine krasse Belästigung ist. Es sind diese ganzen Scheißhausfliegen, diese dicken Brummer sind hier drinne, diese Biotonnen sind hier auch komplett voll mit Maden. Ne, das ist ja auch irgendwann ein Hygieneproblem eventuell. Und ganz viele Bienen vor allen Dingen kommen denn hier rein und schwirren um die Tonnen drin. Und die Scheißhausfliegen und die Bienen sind wirklich dann oft auch hier drinne. Jetzt haben wir natürlich auch noch kein Fliegengitter. So ein Problem führt zum anderen, ne? Das würde natürlich die Fliegen abhalten. Ich habe tatsächlich schon magnetische Fliegengitter gekauft, auch welche, die man auf und ab machen kann, damit ich meine Pflanzen auch noch gießen kann. Und wir installieren die hier auch, sobald die Fenster von außen gestrichen sind. Und da hat uns der Malermeister ja gesagt, so der Auftrag ist gegeben, ne? Wir sollen einfach mal abwarten, bis sich jemand bei uns meldet. Und dann werden die Fenster von außen gestrichen, weil innen wohl Vermietersache ist. Aber ich habe gedacht, so bevor ich die Fenster richtig putze und das Fliegengitter ran mache, sollen die erstmal ihre Arbeit machen, weil ich möchte nicht, dass die, wenn die mit Farbe hantieren, dass sie das Fliegengitter wieder abmachen müssen, darunter nicht streichen oder alles vollklecksen. Das möchte ich alles nicht. Ja, deswegen habe ich gedacht, so lass die erstmal ihre Arbeit machen, dann machst du deine. Und deswegen ist halt einfach noch nichts passiert. Ja. Und, das
ist ein dicker Brummer. Der ist aus dem Badezimmer, der gleiche. Davor habe ich keine Angst. Bei Bienen wäre ich aufgesprungen. Ja, also wahrscheinlich schreiben wir einen netten Brief an die Vermietungsgesellschaft. Und es steht ja nicht, also heute steht ja keine Tonne da. Ne? Es steht ja nicht jeden Tag eine Tonne da. Ich werde mal Mülltonnentagebuch führen. Ne? Immer wenn ich sehe, dass ich es dann aufschreibe, dass die Tonnen da sind, wie oft es. Ist halt auch wichtig, wenn man sich beschwert, dass man halt auch weiß, wie oft stehen die Tonnen vor der Tür. Ne? Dass wir so eine Art so Mülltonnentagebuch führen. Und wir werden uns mal, wir sind hier im Mieterverein, auch da mal beraten lassen. Und ich habe im Internet gelesen, man kann da bis zu 5% die Miete mindern oder 10%. Aber das kommt immer auf den Härtefall drauf an. Ne? Es wird immer, je nachdem, wie krass die Belästigung ist, kann man natürlich bis zu 10% die Miete mindern. Und ja, jetzt würde man sagen, so, wir sind hier gerade frisch eingezogen und es ist nicht so gut, aber das ist eine ziemlich große Vermietungsgesellschaft hier. Und original haben sie auch noch gar nichts gemacht. Also weder eine neue Spüle noch einen neuen Herd. Also das Bodenstück haben sie auch nur geklebt und statt das Fenster mit so einem Bolzen zu reparieren, hat er einfach eine lange Schraube genommen. Ne, gestrichen ist ja auch noch nicht. Also es ist halt irgendwie noch nicht mal die Hälfte passiert von dem, also von dem Kammerabriss hinten, ganz zu schweigen. Ne? Wir kommen halt überhaupt nicht weiter mit unseren Anliegen hier und haben dann die stinkigen Mülltonnen vor unserem Fenster. Also das ist halt nicht so geil. Das ist, also die Fliegen sind ein Problem denn hier drinnen und der Geruch natürlich, vor allem, also die Biotonne ist natürlich schlimmer als die schwarzen Tonnen, aber es ist halt wirklich eine Belästigung, auf jeden Fall. Und eigentlich hofft man ja doch, dass es eine andere Lösung dafür gibt, weil früher standen die ja auch nicht vor Fatis Fenster. Das ist halt erst seit dem Umbau stehen die hier. Ich weiß aber auch nicht, wo die vorher gestanden haben. Dass es dafür andere Lösungen geben muss. Ich habe aber auch im Internet gelesen, dass sie 3 Tage hier vor der Tür stehen, also vor meinem Fenster. Das ist ja, das geht hier auch überhaupt gar nicht, weil dann stehen sie eher nicht am Müllplatz hinten. Und also theoretisch, da dürfen die Tonnen ja erst am Tag der Abholung rausgeschoben werden. Dann werden die abgeholt und dann wird es am gleichen Tag wieder reingeschoben. Das sind eigentlich so die Vorgaben. Und wenn der Hausmeister zu dem Objekt, ne, das kommt, ist ja bei jedem anders, ne, das nicht selber schafft, das zu erledigen, dann können sie fremde Firmen beauftragen, die das machen. Aber dass sie das 3 Tage vorher halt rausstellen und das nicht rechtzeitig machen, ist halt natürlich scheiße. Alternativ könnte man natürlich auch die BSR damit beauftragen, die ist ja hier in Berlin dafür zuständig, dass sie die Tonnen selbstständig vom Müllsammelplatz sich holen. Und das ist halt, kommt drauf an, was sie für Verträge miteinander geschlossen haben. Ne? Also das wäre halt auch eine Möglichkeit, dass man die BSR mit beauftragt, dass sie die Tonnen selber vorholen. Bei Glas machen sie es, glaube ich, auch, soweit ich das gesehen habe. Halt bei den anderen Müllsachen halt nicht. Und dann wäre das Problem ja auch erledigt. Dann würde das BSR-Auto kommen, dann laufen die nach hinten, die 3 Meter, holen die Tonnen, lernen die aus, bringen sie wieder nach hinten. Ne? Also es kommt halt drauf an, was man da so für Verträge miteinander hat. Ja, also das sind so die Sachen, die ich im Internet rausgefunden habe. Und ich werde mit guten Worten werde ich da wahrscheinlich nicht weiterkommen, weil Peter hat da auch schon gute Worte benutzt und auch Anwaltsandrohungen benutzt und ist nicht weitergekommen. Deswegen werden wir uns direkt beim Mieterverein auch rechtlichen Beistand holen. Ja, es ist ja, es gibt ja einfache Lösungen. So, es ist halt, man muss halt seine Mieter nicht so krass belästigen. So, der Ozog ist zu Hause und er hat sich jetzt vorgenommen zu streamen. Ozog, willst du noch Eigenwerbung für dich machen? Ja, ich habe ja, das ist ja das Problem, ich möchte ja immer, dass gerne ein paar Leute mir auch bei meiner Spielerei zugucken, das würde ich ganz schön finden. Meine Mädels sollen dir zugucken. Naja, oder die Herren, die dir in deinen Videos sind. Es sind ja auch zahlreiche immer neue Zuschauer auf dem Kanal von dir, das heißt. Und die Menschen, sollen dir dann zugucken beim Zocken. Die können mir ja coole Tipps geben oder man kann sich unterhalten. Das ist ja der Vorteil am Livestreaming, dass man direkt mit dem YouTuber oder Streamer interagieren kann. Deswegen geht man ja in Livestreams rein. Auf meinem Kanal bin ich doch
der YouTuber. Das ist richtig. Du kannst ja auch streamen. Und die sollen mit dir sich unterhalten? Wäre doch ganz lustig. Carola kommt regelmäßig vorbei. Guck dann immer, Carola, was ich mache. Carola hat dich auch lieber als mich. Nee. Deswegen macht sie das. Ach, Carola hat mich Das nicht weiß lieber. Ich ganz genau, Carola. Nee. Da kannst du jetzt keine Ausreden finden. Nein, aber Carola kommt immer mal vorbei. Die guckt, wenn ich was zu erzählen habe. Wenn so Just Chatting ist, dann macht sie immer mit. Und wenn ich wieder anfange zu zocken, hat es mir zu gut, dann hau ich ab. Das mache ich bei Excel auch so. Ist auch schon lustig so ein bisschen. Nee, aber letztes Mal auch FMH war da und Together Buddies hier, die Darlinchen. Ey, die hat 2000 Follower auf Twitch mit ihrer Zockerei, ja? Wusstest du das? Nee. Ich habe das mal nachgeguckt. Sie, ja, Kauti hat voll. Sie hat immer 20 Zuschauer oder 30. Oh, so stalkt alle. Ja, sie ist ja auch ein süßes Mädchen und sie hat Trucker-Simulator oder irgendwas hier spielt. Ja? Soll ich auch mal wieder streamen? Kannst du gerne machen, Schatz. Ich bin ja. Generell würden wir doch wieder streamen. Wir haben doch jetzt soweit die Küche fertig. Können wir jetzt auch wieder einen Koch-Livestream machen, oder? Das ist richtig, ja. Ja, also könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob wir jetzt samstags wieder einen Koch-Livestream machen sollen. Würden wir uns sehr drüber freuen. Und das ist wirklich korrekt, dass die neuen Zuschauer von mir dir zugucken sollen. Na, generell uns beiden. Ich würde das gut finden, wenn die uns beiden zugucken. Okay. Ich sehe da jetzt gar kein Problem. Also ich denke schon, dass du ein ganz krasser Abonnentenklauer bist. Ach so. Also hier, das ja. Können die Zuschauer in die Kommentare und schreiben, ob man ausklauen kann. Werde ich jetzt hier an dieser Stelle das Video beenden. Wenn es euch gefallen hat, ihr könnt mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Ich freue mich drüber. Außer freut sich drüber. Wir freuen uns alle noch mehr darüber, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin. Ciao.